Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saru hier und willkommen zu der Folge 4 Review zu Dragon Ball Daima. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir sind jetzt 4 Folgen drinnen. Falls ihr die Review oder meine Meinung zu den letzten Folgen nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall gerne an in der Playlist Dragon Ball Daima. Lasst mich wie immer wissen, wie ihr die 4. Folge fandet in den Kommentaren. Wo haben wir aufgehört? In der letzten Folge war das Flugzeug weg von Glorio. Das heißt, sie konnten quasi oder können jetzt in der 4. Folge nicht weiterfliegen. Sie waren erstmals natürlich schockiert, als sie gesehen haben, dass dass ihr Flugzeug weg war. Das heißt, sie machen sich jetzt erstmal zu Fuß auf den Weg in die nächste Stadt. Jedoch hatte Goku den Vorschlag, warum sie nicht fliegen. Daraufhin meinte Glorio, dass sie für längere oder lange Strecken an sich viel Energie zum Fliegen benötigen bei der dichten Luft, die im Dämonenreich herrscht. Und wir haben jetzt schon tatsächlich sehr, sehr viele Handicaps, okay, bekommen für Goku und so. Der hat immer versucht, das und jenes zu machen, aber geht nicht. Also ich denke, sie machen das natürlich absichtlich, damit das Ganze abenteuerlicher bleibt und Goku nicht einfach sich hin und her fliegt und whatever. Jedenfalls haben wir dann im Prinzip ein Szenario bekommen, in dem Glorio gegen ein Monster aus dem Meer der Finsternis gekämpft hat, kurz. Das Monster sah echt clean aus, also so wie es dargestellt wurde, beziehungsweise ich sag's mal so, der kurze Kampf sah clean aus. Also die Kampfchoreografie ist weiterhin wirklich sehr gut in Dragon Ball Daima, auch so bei kurzen Kämpfen. Sieht für mich sehr vielversprechend aus und ich denke auch im Climax oder in den zukünftigen Folgen können wir sehr viel von der Kampfchoreografie an sich erwarten. Nach dem Kampf an der Stelle, also hat er ein paar geile Szenen mit Glorio gegen diesen monsterartigen Fischwesen aus diesem Meer der Finsternis, sagt Goku zu Glorio: Hey, du bist ja echt stark, du bist sogar vielleicht ein bisschen stärker als der Kaioshin. Und der Kaioshin sagt daraufhin: Hey Goku, Alter, ich bin nicht so schwach, ich bin schon stark. Und daraufhin dann, also machen sie sich zu Fuß weiter auf den Weg in die nächste Stadt und auf dem Weg sehen wir dann, beziehungsweise sehen wir ihn nicht, pass auf, er versteckt sich, ein Troll quasi, ich nenne einfach mal Troll, ein weiteres Monster im Prinzip. Er versteckt sich hinter so einem großen Felsen, Glorio bemerkt das nicht, aber Goku bemerkt das. Goku hat es bemerkt und sagt: Hey, da ist jemand, ich spüre die Aura von jemandem quasi, oder basically die Key. Und deswegen kann Goku sofort diesen Troll approachen. Dieser Kampf war auch kurz und knackig, hat aber dafür gedient, dass Glorio danach erklärt wurde, was es mit Ki auf sich hat. Also, dass man Energie von anderen fühlt, weil Glorio hat ihn nicht gesehen. Hat sich gewundert: Hey, Goku, wie hast du dieses Monster gesehen? Und er hat gesagt: Habe ich nicht. Ich habe quasi seine Ki gespürt. Sie machen daraufhin eine kurze Pause in einem Laden. Dort essen sie und trinken sie was. Goku frisst einfach eine Eidechse. Ganz ehrlich, du kannst Goku einfach alles hinlegen. Der würde wirklich alles fressen. Und dann hat Glorio noch mit den Händlern gesprochen. Also die Händler von diesem Laden sind eine Frau und ihr Mann basically. Der Mann ist schon ein bisschen älter, deswegen hört er kaum was, also reden sie sehr laut mit ihm. Aber Glorio wollte ein Flugzeug verhandeln mit diesem Mann und der Mann meinte, er hat quasi nur noch einen Himmelssamen für 8000, den er ihn anbieten könnte und er würde ungefähr oder hat ungefähr eine Reichweite von 120 Kilometern. Glorio meinte: Ach, das ist zu teuer, wir gucken uns anders rum. Hat er aber absichtlich gemacht, damit er den Mann dazu bekommt, diesen Himmelssamen ihn für 5000 zu verkaufen. Also man muss schon sagen, Glorio ist echt so ein Schlitzohr tatsächlich. Was aber äußerst interessant war aus diesem Laden, sind weitere Items, die zu Verkauf standen und die auch Goku und Co. sich gekauft haben. Und zwar verschiedene Magiekäfer. Passt auf, das sind kranke RPG-Elemente, okay, so richtig, RPG-Abenteuer-like. Und zwar gibt es verschiedene Magiekäfer, die natürlich verschiedene Wirkungen haben, je nachdem, was für ein Käfer es ist. Es gibt zum Beispiel einen Wiederbelebungskäfer und dieser funktioniert genauso wie eine Sensebohne. Also gibt dir wieder Ausdauer, also Stamina, als auch Leben zurück, so gesehen, ne? So, dann gibt es noch weitere Käfer, zum Beispiel Käfer gegen dieses und jenes, Verbrennung, bla bla bla. Aber ganz, ganz wichtig, es gibt auch noch Fusionskäfer. Richtig gehört. Und Goku und Co. kaufen sich natürlich ein paar dieser Medizinkäfer mit ein paar Wiederbelebungskäfer, aber auch mit zwei Fusionskäfern.
Denn wenn man zwei Fusionskäfer hat und jeweils einer isst diese Fusionskäfer, fusionieren sich die beiden, die sie gegessen haben. Also wir nehmen an, Goku ist ein Fusionskäfer und, keine Ahnung, Glory oder Vegeta, dann bleiben wir mal bei Vegeta, dann fusionieren sich logischerweise Goku und Vegeta. Leute, diese Fusionskäfer werden natürlich logischerweise eine wichtige Rolle spielen in den zukünftigen Folgen bzw. im Klimax. Ich bin natürlich immer noch ein Verfechter davon, dass ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass Dragon Ball Daima die Super Saiyan 4 Form quasi einführen wird in dem aktuellen Dragon Ball Universum, in dem wir sind. So, aber hierbei sei kurz, eigentlich ist es ein Thema für ein eigenständiges Video. Falls ihr das sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst doch dementsprechend einen Like auf das Video da, als auch ein Abo auf dem Kanal, falls ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt. Kurz gesagt, um nicht wirklich viel drauf einzugehen, könnten natürlich diese Fusionskäfer dann auch dazu dienen, so einen vierfachen Gogeta in Daima einzuführen oder im Dragon Ball Franchise, okay? Wie genau das funktionieren könnte mit den vier von etc. Ich habe da wirklich ein paar Ideen, aber besprechen wir eventuell in einem anderen Video. So, das heißt, diese Fusionskäfer, die werden 100% wichtig sein, okay? Oder auch diese Wiederbelebungskäfer. Dann machen halt die Ladenbesitzer natürlich diesen Himmelssamen ready. Das ist, ihr müsst euch so vorstellen, es ist wie ein Katapult einfach. Glorio, Kaioshin und Goku setzen sich drauf, werden katapultiert und müssen aussteigen, bevor das Ding runterfällt. Weil sonst krachen sie gegen was auch immer, gegen den Boden oder so. So, danach spricht Goku die Dragon Balls an. Also er meinte so, hey, ihr habt doch im Dämonenreich auch Dragon Balls. Fragt Glorio, wie funktionieren sie? Er sagt kurz, ja, das sind basically die originalen Dragon Balls, die quasi Namekianer zuerst erstellt haben im Dämonenreich. Und sie haben nur drei Dragon Balls, wie wir es wissen. Plus jede Welt. Wir wissen, es gibt drei Welten im Dämonenreich. Und jede Welt hat seinen eigenen Dragon Ball an einem bestimmten Ort, der von einem der drei Tamagamis bewacht wird. Man muss diese Tamagamis logischerweise besiegen, um diese einzelnen Dragon Balls zu bekommen. Ja, Goku lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen. Der sagt daraufhin direkt, ey, lass mich in Ruhe. Mein Plan ist es, ey, lass uns einfach alle sammeln. Easy peasy, ich hab Bock drauf, hier die bekämpfen. Kaioshin meinte darauf hin, aber ey, wir müssen Dende befreien, wir dürfen das nicht vergessen. Und dann meinte Glory so sneaky und sass wieder, jetzt das, wir können auch beides machen, mehr oder weniger. Oder Gokus Plan war halt beides zu machen. Sowohl die Dragon Ball Zone, dadurch dann auch Dende irgendwie zu befreien und sich dann zu wünschen, dass sie größer werden. Und Glory ist auf sofort auf den Zug aufgesprungen, was aber auch bisschen verdächtig wieder ist. Das hat der Kai schon wieder gefühlt, Logo. Also Glory hat irgendwas vor, logischerweise. Der macht das ganz nicht umsonst, dass er Goku und so hilft, etc. pp. Was aber auch Glory meinte war, dass bisher niemand tatsächlich alle Dragon Balls, also alle drei Dragon Balls gesammelt hat und sich dementsprechend Wunsch geäußert hat. Also ich bin sehr drauf gespannt, oder wir sind natürlich drauf gespannt, wie dieser Shenlong dann natürlich aussieht, ne, aus dem Dämonenreich. Das wird krass, Alter. Und ob er überhaupt gute Natur ist, weil ich meine, das sind Dragon Balls im Dämonenreich. Ey, auf die Dragon Balls bin ich sehr, sehr drauf gespannt, was damit auf sich hat. Des Weiteren machen sich auf den Weg, oder sie sind auf dem Weg zur nächsten Stadt, finden dann oder sehen dann eine nächste Stadt, aber verstecken sich erst, also sie halten sich bedeckt, denn sie sehen, wie die, oh Gott, wie heißt es jetzt, Gendarmerie in der Stadt ist. Das ist die Militärpolizei des Dämonenkönigs, okay? Und diese Militärpolizei sammeln die diesjährige Opfergaben der Bewohner. Dadurch, dass Goma jetzt aber der neue Dämonenkönig ist, hat er zum einen, oder sind quasi jetzt nun Goma-Statuen verteilt. Nicht nur in der Stadt, ich gehe auch davon aus, natürlich im ganzen Dämonenreich, statt Dabura-Statuen. Und Goma will aber mehr Opfergaben der Bewohner, und zwar 3 Goldmünzen. So, wer diese Goldmünzen nicht zahlt, verliert 3 Jahre Lebenszeit je Münze. Diejenigen, die fliehen wollen, oder an sich gehe ich von aus, dass jeder magische Halsbänder bekommt, okay? Und durch diese magischen Halsbänder können eben die Militärpolizei diejenigen verfolgen, die fliehen wollen. Das haben die quasi demonstriert in der Folge auch. So, wenn man fliehen will, verliert man weitere 10 Jahre Lebenszeit. Junge, was? Die holen sich einfach Lebenszeit, als wäre das free to play auf dem Bazar oder so. Und dann sehen wir auch noch, dass, also es kommt einer hin, der hatte keine 3 Goldmünzen, sondern nur eine. Dem wird sofort erstmal Lebenszeit ausgesaugt mit so einem Staubsaugertank. So, basically, wenn ich das so in Worten erklären müsste.
Daraufhin gab es einen alten Mann, der quasi gar nicht zahlen konnte, und sie wollten quasi auch natürlich Lebenszeit von ihm aussaugen. Aber dann schreitet ein, ja, ein maskierter Charakter ein, sage ich mal. Ein maskierter Charakter schreitet ein, wirft so eine Bombe, aka so eine Rauchgasbombe, aber die ist fehlgeschlagen. Also eine Comedy-Szene, das hat einfach gar nichts gepackt. Das ist fehlgeschlagen, um es auf den Punkt zu bringen. Okay, das ist nichts passiert und so. Das ist einfach eine Comedy-Szene. Daraufhin wird dieser Charakter, maskierte Charakter, von der Militärpolizei gepackt. Der Charakter packt aber einen Elektroschock aus und versucht zu fliehen. Während dieser Charakter versucht zu fliehen, schreitet Goku ein. Er kann natürlich nicht mehr geduldig zuschauen. Er muss einschreiten, tut sie quasi daraufhin befreien bzw. beschützen. Und wir bekommen wirklich geile Kampfszenen von Goku gegen ja ein paar der Dutzend der Militärpolizei, sag ich mal. Und hier sehen wir dann auch längere Kampfszenen im Vergleich zum Kampf gegen das Monster oder gegen den Troll. Oder also gegen das Monster aus dem Meer der Finsternis, sag ich mal. Und ich muss wirklich sagen, Goku hat hier sehr klug gekämpft. Vor allem mit seinem Stab. Hat die Schüsse reflektiert, Stab verlängert, hat das wirklich die Umgebung auch sehr gut zu nutzen gemacht. Und da merkt man auch schon, dass wir einen anderen Approach an Kampfchoreografie bekommen werden in Dragon Ball Daima im Vergleich zu Dragon Ball Z etc. pp. Also darauf bin ich sehr gespannt, weil wir haben geile Szenen bekommen, auch aus so unbedeutenden Kämpfen, sage ich mal, jetzt gegen die Militärpolizei, sage ich mal. Also das heißt, meine Erwartung an zukünftige Kämpfe, an deren Choreografie ist wirklich gestiegen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass die Kämpfe dann im Endeffekt sein werden. Ich bin sehr, sehr drauf gespannt. Im Nachhinein versteckt sich dann Goku bzw. Glorio und Kaioshin nach dem Kampf außerhalb von der Stadt. Goku ist jetzt basically ein Flüchtiger, also der wird natürlich dann zukünftig gesucht von der Militärpolizei. Aber dieser maskierte Charakter kommt auch darauf hin zu unseren Jungs und zeigt sich ganz kurz und also fragt basically die Jungs, wer seid ihr, so was wollt ihr etc. pp. Aber zieht dann auch die Maske aus und haha, wer hätte gedacht, ich meine, wir wissen das schon vorab von dem Intro, von Opening etc. pp. Das ist die kleine Wissenschaftlerin, ich nenne sie gerne Wissenschaftlerin, man hat es auch ein bisschen gesehen, ne? Sie hat ja versucht sowas zu kreieren, so eine Rauchgasbombe, hat zwar nicht funktioniert, aber ja, sie gibt mir sehr so Wissenschaftler-Vibes wie Bulma, sag ich mal. Ja, sie hat ihr quasi ihre Maske ausgepackt, hat unsere Boys angeschaut, das war quasi ihr Reveal. Und damit endete die Folge. Das heißt, ja, in der 5. Folge bekommen wir dann logischerweise mehr Plot zu ihr oder sehen dann, wie es weitergeht. Im Teaser zu der nächsten Folge wurde auch, glaube ich, der Vater von Dabura gezeigt oder irgendwas Größeres wurde gezeigt. Also da bin ich auch mal drauf gespannt, was in der nächsten Folge thematisiert wird. Ich wollte ja so langsam, aber sicher Action. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier hatten wir ein bisschen Action. Ich belasse es bei ein bisschen Action. Okay, wir hatten ein, zwei kurze Kämpfe, am Ende einen längeren Kampf gegen die Militärpolizei. Hat mich aber zufriedengestellt. Es waren jetzt keine Lame-Kämpfe, sondern es hat mir eine Erwartung für mehr gegeben. Also war ein spaßig, es zu gucken. Ich muss wirklich betonen, wegen der Kampfchoreografie, also wie der Kampf inszeniert wurde, das hat mir sehr gefallen. Und es hat mir Lust auf mehr gegeben. Also es war schon mal jetzt 4. Folge, ein bisschen Action. Okay, jetzt bin ich wieder so ein bisschen dabei. Meine letzte Folge war so ein bisschen mehr so, ja, viel reden und so, bla bla, weniger Action etc. pp. Aber ich habe ja gemeint, ich will demnächst mal ein bisschen mehr Action und ich belasse es dabei. Es war wirklich, also ich will es auch nicht schön reden. Oh, geil, boah, das war krass. Es war ein bisschen mehr Action, was ich wollte. Und ich bin einfach gespannt auf den weiteren Verlauf von Dragon Ball Daima zukünftig. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Boys and Girls, und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.